Und wo muss ich jetzt lang? Da hinten. Muss ich da jetzt wieder taufen? Also im Moment bin ich zu blöd zum Tauchen. Ich finde das halt auch schön, ne? Wenn du einmal getaucht bist, kannst du nicht noch weiter tauchen. Weil dann ist A drücken dann zum Auftauchen. Eine weitere Option, irgendwie abzutauchen, gibt's nicht. Na komm, oh, da. Hier schwimme ich doch jetzt hier einfach nur zurück. Aber hier sind irgendwie mehr Dinger, oder? Ich bin verwirrt, wo ich hier genau lang schwimme. Also es ist auf jeden Fall was anderes hier. Aber wo genau ich hier bin, ja. Hauptsache, ich komme weiter. Orientierung habe ich auf jeden Fall jetzt verloren. Im Unterwasser. Okay. Den offensichtlichen Weg soll ich lang gehen, ja? Hallo? Oh, Mitte. Links lang, nicht die Wand hoch. Ich drücke die ganze Zeit nach links. Aber das haben andere Assassin's Creed-Titel ja auch so. Das Problem, dass ich einfach mit der... Warum auch springen, ne, Mädel? Dass auch da ich das Problem habe, dass er halt nicht auf das reagiert, was ich halt drücke. Wollt ihr mich verarschen? Aha. Warum denn vorher nicht? Da kann ich mich hier, ne, so mit der Peitsche wieder was machen. Okay. Okay, die Kammer erklimmen. Ja. Wo? Also wo kann ich mich jetzt hier ranhängen, dass ich jetzt sagen kann, hier? Nee, das ist doch nur der Weg, wo wir jetzt hergekommen sind, ne? Ja. Aber da oben ist so ein Schlitz, dass ich mich daran hängen könnte. So eine Kante, nicht so ein Schlitz. So. Gleich dahin. Na, doch. Das war jetzt wieder zu weit links, ne? Wie sie gesteuert hat. Okay. Oder halt da an die Kante. Das geht auch. Kannst du nicht hier... So wie in Darksiders oder sowas halt hier die Kante hinter dir nehmen? Nein. Kannst du nicht dahin springen? Aber wenn ich hier springen will, dann macht es ja auch nichts. Ach, da geht's. Ach, plötzlich. Ja, guck mal, einer, guck. Okay.
Ja, drück. Ja, ja. Nein, andere Richtung. So. Dreht sie da einfach um. Aus unbekannten Gründen. Ich liebe es. Und da sind wir auch schon in der Kammer. Toll. Dürfen wir nochmal so ein tolles Rätsel machen? Yay. Rätsel in 5 Spielzügen lösen. Der Strahl muss von dem Prisma reflektiert werden, um den Empfänger zu erreichen. Aha. Aha. Ach, da kommt ein Strahl. Okay. Nein. Oh. Ja, 5 Züge kann ich sowieso knicken. Also wenn, dann bräuchten wir eigentlich das Ding hier, ne? Das Ding müssen wir da oben haben, damit es dann vernünftig reflektiert. Oder halt das Ding. Züge können wir knicken, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Also glaube ich. Oh nee. Verdrücken kann ich auch ganz gut. Nee, da hätte ich jetzt... Guck mal, da kann ich doch das hier einfach nach oben packen und fertig. So. Nicht so schwierig. Ich war nur am Anfang verwundert, was will man jetzt von mir? So, und da ist der andere Teil der Scheibe. Tipp, nicht runterfallen. Aveline, ist es gelungen? Zeig es mir nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Ich will es nie wieder ansehen müssen. Maman, ich kehre zurück nach New Orleans und stelle alles richtig. Dann lasse ich nach dir schicken. Meine liebe, starke Tochter. Nichts wäre mir lieber, als wieder bei dir zu sein. Doch mein Platz ist nun hier. Die Menschen hier brauchen mich. In Nouvelle-Orléans werde ich nur alte Geister sehen. Ich verstehe. Keine Sorge. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sei vorsichtig, mein Kind. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ja die wichtigen Artefaktteile, ne? Mit dem zweiten Teil der Prophezeiungsscheibe in der Tasche reist Aveline zurück nach New Orleans, um ihre Suche nach Vasquez. Vasquez fortzusetzen, den sie für den Company Man hält. ...1773 New Orleans. Zu Hause gibt es ein bittersüßes Wiedersehen. Na, mal gucken. Dann gucken wir nochmal, was es denn zu Hause für ein tolles Wiedersehen gibt. Wieder da, wenn noch. Papa, du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mal, Cherie. Es ist nur ein Arm. Papa. Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. Jeanne, du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass... Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa.
Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber bitte, kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou. Ja, ich bringe ihnen Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. Okay. Während der Vater im Sterben liegt, ja? Okay. Aber was wollte er uns jetzt genau sagen? Was hat er immer bedauert, das? Ob wir das je erfahren werden? Erstmal raus. Aus dem Ollenhaus. So, und jetzt George Finn. Mit ohne Busch. Gut geht. Mit Sicherheit nicht. Auf so einen Zaun zu laufen, ne, ist ja auch so eine Kunst. Durch Bäume laufen. Muss ich auch nochmal üben. Doch. Da kommt ein Assassine angerollt. Läuft einfach mit dem Beil bewaffnet durch die Straßen. Immer eine gute Idee. So, erledige beim... Was? George beim Erledigen der Wachen helfen. Ah, okay. Guten Tag. Nicht alle auf einmal. Ja, der arme George. Der kann doch nichts dafür. Was kommen denn da? Alter. Desynchronisiert, weil der Verbündete ist verloren. Sag mal, kann der mal ein paar Lebenspunkte mehr haben? Das geht ja mal gar nicht. Versuchen wir es halt nochmal. Oh, müssen wir da nochmal hinlaufen. No. Ich weiß, hinlaufen dann doch eher das Anstrengendste, ne? Aber wir sind. Wir sind schon fast da, wollte ich sagen. Dann hat sie sich dazu entschieden, plötzlich irgendwo zu klettern, weil die Kurve zu eng war. Was sind hier für Babus? Guten Tag. Nicht, dass die mir gleich noch irgendwie daherkommen. Nee, das muss ja auch nicht sein. Also, gar kein Problem. Da vorne ist irgendwo George. Nicht immer auf ihn. Auf mich. Ich bin hier euer Ziel. Penner. George. Ach, guck mal, jetzt kommen auch nicht irgendwie noch mehr. Los, sie kommen näher. Vorhin kam ja noch mal so ein ganzer Schwung hier an Wachen an. Und jetzt plötzlich nicht mehr. So, kommt George hier mit. Er läuft irgendwo. So gut geht, wenn ich das hier so mache. Ich könnte ruhig auch mal ein bisschen auf dem Dächern rumlaufen hier.
und die Sache ein bisschen vereinfachen. So. Wir haben es irgendwie geschafft, einfach vorbeizukommen. Wer bist du? Was bist du? Keiner sagte mir irgendwas von Racheengeln oder... Los, such dir Schutz im Bayou. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Irgendwie. Und wie das dann jetzt von hier aus weitergeht, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Assassin's Creed Liberation. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.